Das Revierderby wirft seine Schatten voraus. Schalke gegen Dortmund, bekanntermaßen mehr als nur ein Spiel um Punkte. Es geht um die Vormachtstellung im Pott, ums Prestige und für Schalke auch darum, eine enttäuschende Saison vielleicht in eine andere Richtung zu lenken. Wir wissen, dass wir gerade in der Liga jetzt noch nicht das auf den Platz gebracht haben, was die meisten von uns erwarten. Das ist uns ganz klar, aber ich finde, wir waren schon in den letzten Spielen auf einem ganz guten Weg dann. Und so ein Derby ist natürlich jetzt ein Riesenaufhänger für uns, auch eine riesen Chance. Gerade weil die ersten Spiele ja verloren gegangen sind, wir jetzt hinterherhängen, jetzt eine richtig positive Stimmung reinzubringen wieder. 14 Punkte aus 13 Spielen, 19 weniger als Tabellenführer BVB. Klar, dass man mit solchen Zahlen als Außenseiter ins Bundesliga-Derby Nummer 93 geht. Es ist schon klar, dass Dortmund der Favorit ist in dem Spiel jetzt, ganz klar. Sie spielen eine absolut überragende Saison, das muss man so sagen. Wir hinken noch ein bisschen hinterher, gerade auf den, wegen den ersten 5 verlorenen Spielen. Aber ich glaube, in den letzten Spielen sind wir besser zurückgefunden. Jetzt gerade auch gegen Hoffenheim haben wir gute Ansätze gezeigt. Gerade auch spielerisch war das mit einer unserer besten Spieler gerade in der zweiten Halbzeit. Und da müssen wir dann einfach jetzt im Derby dann auch anknüpfen. Gefürchtet vor allem die Dortmunder Offensive. 37 Saisontreffer, Liga-Bestwert. Bei Königsblau aber kein Grund zur Panik. Wir haben auch vorher schon gegen Bayern gespielt oder gegen andere Kaliber auch. Das macht ja Spaß, sich eigentlich in Top-Begegnern und dann auch mit den Top-Spielern zu messen. Das ist ja keine Frage. Deswegen spielen wir ja auch in der Champions League, um die Duelle einfach zu haben. Ich glaube, die Gegneranalyse wird jetzt dann noch kommen Ende der Woche. Da werden wir uns natürlich generell auf die Offensive einstellen, auf ihr Spielsystem. Aber persönlich weiß man natürlich auch, man kennt die einzelnen Spieler aus der Bundesliga auch, das ist ganz klar. Schalke gegen Dortmund, die Vormachtstellung im Pott und für S04 die Chance, die bislang enttäuschende Saison in eine andere Richtung zu lenken.